So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Im letzten Part haben wir von Frank den Job bekommen, hier in der Schule Geld zu holen, von Dean hieß er, glaube ich. In jedem Falle gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ist ein Whiteboard, ist es. Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to right now. Could Elliot be lamer if he tried? Wir betreten einfach mal den Raum, warum nicht? Es war nicht das Zimmer, was wir suchen, aber egal. Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. Im Formatdeck, Elliot Hampton 1 plus. Scheint ein ganz schöner Streber zu sein. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Elliot Hampton, bla bla bla. Lieber Elliot, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre akademische Leistung und Ihr finanzieller Status die Bedingungen für den weiteren Erhalt finanzieller Hilfen erfüllen. Für das bevorstehende Frühlingssemester 2010 wird die Prescott Stiftung all Ihre Bildungskosten sowie Kost und Logis übernehmen. Glückwunsch zu Ihrem anhaltenden akademischen Erfolg. Mit freundlichen Grüßen, Raymond Wells, Direktor Blackwell Academy. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. Was ist denn überhaupt? Ich sehe gar nicht. Ah, eine Klarinette. Spannend. Haben wir hier was Schönes? Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Sieht gar nicht aus wie Elliot, den Elliot, den wir kennen. That's not half bad. Als den Raum verließ, es war elektrisch, erröteter Schwingen, gespannt im Schmerz. Okay. Dark. Ich sehe sie im Ziegel und Mörtel, im frisch geschnittenen Gras, Augen blitzen auf wie Münzen. Der Fährmann kann sie nicht haben, sage ich. Doch die dunklen Götter lachen. Who is it that Elliot's writing about? Der Moment, als die Sonne fast dort ist, die See so umschmeichelnd und warm. Wenn konzentriertes Licht die tanzenden Wellen besänftigen, wenn formlose Kalte Unendlichkeit sich einer Ebene unterwirft und nur für einen Augenblick ist alles möglich. Alle sagen ja, mein Herz sagt ja, ihre Augen sagen ja. Elliot is way more artistic than I thought. Sie sehen sie und doch sehen sie sie nicht. Wie kann das sein, wenn die ganze Welt negativ und dunkel ist und sie schreit gleich einer kreischenden Rakete Feuer auf ihrem Fersen. Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? Wie kindisch sie ist, wie lieblich und grausam, ihr Schwarzmesser vergießt Worte, Tropfen vor Tinte. Ach, Elliot. Elliot's mom seems nice. Hi, Liebling, ich habe gerade einen Brief über dein Stipendium erhalten und ich könnte nicht stolzer sein. Ich habe ihn der ganzen Familie gezeigt. Deine Großmutter sagte nur, natürlich hat er eins, er ist mein Enkel. Dein Vater hat wieder angerufen, wegen dem 4. Juli. Ich sagte ihm, es ist zu früh, um eine Entscheidung zu treffen und dass du dich auf die Schule konzentrierst. Aber wenn du diesen Sommer etwas Zeit mit ihm verbringen willst, unterstütze ich das natürlich. Brich nicht zu viele Herzen, Mama. Lucky Dana. Ey, ey, du hast Englisch mit Dana Ward, richtig? Wie ist sie so? Ich finde sie heiß. Sag was Cooles über mich, aber nicht so, als hätte ich dich darauf angesetzt. Danke, Mann. Warren Graham is such a nerd. Du liegst so falsch. Ich gebe zu, dass Ed Wood einige furchtbare Filme gedreht hat, aber nach Plan 9 from Outer Space kamen noch so viele wesentlich schlimmere Filme raus. Es heißt, es ist der schlechteste Film aller Zeiten, aber hast du mal Night of the Lepus gesehen? Was sind Zombies im Weltall schon im Vergleich zu riesigen, fleischfressenden Kaninchen, Warren? Huh. There's way less porn here than I would have thought. Für meine Krawatte bin ich Video. Elliot Hampton, Arcadia Bay, Chloe Elizabeth Price, Arcadia Bay, Chloe Elizabeth Price, Chloe Price, der Sturmzitat, der Sturmtickets, Blackwell Academy, Major Lucas Hampton, Illuminati, Auge Deutung, Wächter der Höhle, Buch 3. Aber ein bisschen oft mich gegoogelt, wa? The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Kaputte Orte, eine Buch. That make me sad? Eine Biografie von Ernest Hemingway. Die Welt bricht jeden und manche sind danach an den gebrochenen Stellen stark. Wild.
It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Na, ich glaube, der Elliot, der steht ein bisschen mehr auf dich, als du zu vermuten magst. Elliot does work really hard. Das hatten wir schon gelesen. Gut, ich glaube, wir haben hier alles gesehen in seinem Zimmer. Wir wollen ja auch nicht zu sehr schnüffeln. Wir wollen sie auch nicht zu sehr belasten hier, ne? Komm, wir schreiben ihm mal was an die Tafel. Zählt nämlich auch als Graffiti. Elliot likes to write poetry about me, eh? What do I want to say in response? Gruselig Poet. Poet. Emotional. Loyal. Introverted. Odd. And talent. Na, ist doch nett. Ist doch ganz nette Sache hier. So, schauen wir mal, wo wir hier noch reinschauen können. I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Kuratorium der Blackwell Academy, die Prescott-Stiftung, Staatsanwaltsbüro von Arcadia Bay. Das Kuratorium der Blackwell Academy möchte Sie offiziell daran erinnern, dass obwohl die Legalisierung von Marihuana derzeit auf Landesebene angedacht wird, der Einsatz von Marihuana-Produkten weiterhin auf nationaler Ebene illegal ist. Die Strafverfolgung von Konsum oder Besitz von Marihuana wird auf dem Blackwell Campus streng durchgesetzt. Naja, gut. That is really gross. I wonder what Max would think. Was ist das? Hirnrot von Nathan Prescott. Das ist echt eklig. Nathan ist so gruselig. Oder bist du rot, dass ich nicht Banane sagte? Was? Was? Ich verstehe nichts davon, aber okay. Yep. Definitely Drew's room. Ach, du hieß der und nicht Dean. Entschuldigung. Klopfen wir erstmal an. Ich respektiere deine Autorität. Ich nutze meine Autorität und komme trotzdem rein. Oder wie das Zitat aus Cosmo und Wanda ging. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Hier vielleicht. Is the money in there? All right. Guess I have to crack a 4-digit code. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Papas Adresse, 12 Crescent Street, Arcadia Bay, Oregon, bla bla bla, Arcadia Bay, Oregon, Obdachlosenheim. Obdachlosenheim, was? They look so happy. Warte mal, ist der nur sein Bruder? Den wir schon, warte mal. Ihr wisst schon, wen ich meine. Mikey? Ist Mikey sein Bruder? Okay, wild. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Spannend. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Ja, glaube ich. Durgeron. Yeah. That fucker's dead. Der Legenden von Lethal, der Schlachtlabyrinth des Durgeron. Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Zartschenblatt versus Maniaco. Awesome. Dr. Timebot, die Juchedition. Plenty of possible combinations here. Blackwell Academy, Sportfachbereich, bla, Schüler 1, True North, Geschlecht männlich, Geburtsdatum 3. April 1992, Mike and Oz, 27. Dezember 1996, tatsächlich Brüder. Interessant. Ich verstehe, dass mit der Teilnahme meines Kindes, meiner Kinder im Sportunterricht an der Blackwell Academy Risiken verbunden sind. Hiermit autorisiere ich die Angestellten und die Fakultät der Blackwell Academy, in einem Notfall nach bestem Ermessen zu handeln und akzeptiere alle angefallenen medizinischen Kosten. Unterschrift Antonino Ort, Name in Druckbuchstaben Antonino Ort. Datum 19.04.2010 und so weiter und so fort. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay.
Lieber Andrew, Glückwunsch. Angesichts Ihrer unglaublichen Erfolge als Footballspieler und Schüler freut es mich, Ihnen ein offizielles Stipendium anzubieten. Ein Abschluss der Universität von Oregon ist einer der angesehenen akademischen Abschlüsse im pazifischen Nordwesten. Wir glauben wirklich, dass Sie ein Schüler und Athlet sind, der das Potenzial hat, einen großen Eindruck bei unserem Team und unserer Schülerschaft zu hinterlassen. Als leitender Trainer bin ich hier, um Sie auf Ihrer Reise zum Erfolg zu unterstützen. Die Details des angebotenen Stipendiums sind wie folgt. Vielen Dank für Ihre Berücksichtigung und das großzügige Stipendiumsangebot. Ich bedauere Ihnen mitzuteilen, dass ich ab Herbst die Staatsuniversität Oregon besuchen werde. Danke für Ihre Zeit, Drew. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Süßkram für den Quarterback. Ey, Alter, hast du noch Billen? Ich bin fix und fertig. Du hast gesehen, wie ich gestern was für dich eingesteckt habe, oder? Niemand haut meine Kollegen um, während ich zugucke, aber besorg mir welche, okay? Ich brauche nicht was für die Schmerzen. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Du, was für ein unglaublicher Spielsohn. Der Wechsel im dritten Viertel. Du weißt, wie man sich bewegt, kein Zweifel. Ich verbrachte den Tag wieder in der Bücherei. Du weißt, Computer liegen mir nicht, aber ich versuche zu lernen. Es gibt eine Förderklasse und ich versprach Mikey daran teilzunehmen, damit ich endlich tippen lerne. Auf dem Boot muss ich nie tippen. Ich brauche ewig für diese eine E-Mail. Die Aussichten auf Arbeit stehen schlecht, aber du weißt ja, wie es ist. Mach dir keine Sorgen um deinen Vater. Behalt den Ball im Auge und nichts kann dich aufhalten. Ich bin stolz auf dich. Pass umarm Mikey für mich. Ich komme morgen Nachmittag vorbei, um ihn zur Klinik zu bringen. Vergiss das nicht. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Lieber Andrew, mit großer Freude verleihe ich Ihnen ein volles Sportstipendium für das Footballspielen an der Staatsuniversität Oregon. Wir wissen, dass ein junger Mann mit Ihren Fähigkeiten und von Ihrem Charakter eine großartige Ergänzung für das OSU-Franchise sein wird, einer Football-Dynastie, die seit Jahrzehnten NFL-Talente hervorbringt. I wonder exactly how important 516 is to Drew. Mai 2010, BW, Abendessen der Uni-Auswahlpreise. Look at that. More numbers. Das könnte alles möglich sein. Boah. Warte mal, wir hatten das Geburtsdatum seines Bruders irgendwo. Das würde ich ganz gerne nochmal nachsehen. Waren das? Irgendwo war's. Aber wo weiß ich nicht mehr. I didn't realize Drew was this good. Hier war's nicht. Nee, warte mal. Ich suche das Geburtsdatum seines Bruders, das irgendwo hier war. They look so happy. Das war auch in dem Schrank drin, ne? Aber ich komme nicht mehr ran. An den Schrank. Vielleicht ist der 16. Mai. 16.05. Wir müssen was probieren. Damn it. Wrong numbers. Plenty of possible combinations here. Hier war es, Michael Norris, 27.12. Wir probieren's. Damn it. Verdammt. Wrong numbers. Das ist von seinem Vater. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Schwierig. Plenty of possible combinations here. To North. 29.04. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Sein eigenes Geburtsdatum, 3.04. Mal random gedacht. Och, damn it. Wrong numbers.
Was könnte es denn noch sein? For the love of the game. 11:20:36. Macht auch wenig Sinn für mich, weil es 6 Zahlen sind. Ne? Langsam gehen mir die Ideen aus. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Ich gehe mal nachschauen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir könnten tatsächlich einfach Steph draußen fragen. Hoping that Drew went with something obvious for his lock combo. Aber da ist tatsächlich schon hatte. Ich hab's mir fast gedacht tatsächlich, aber ich habe natürlich das falsche Datumsformat gewählt, weil es ja amerikanisches Datumsformat. Es ist tatsächlich Mikeys Geburtstag, aber halt wie gesagt umgedreht 12:27. Daher fragen wir jetzt einfach mal nicht Steph. This is kind of fun. Ah. Did little Drew beat you up too? Jackpot. I'm kind of good at this. Okay, got the money. Time to bust out of here. War spannend, dass ich es rausgefunden habe. Von allein. Mikey? Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? I was looking for your brother, but he's not here, so... Why? Bro, we gotta... What are you doing here? Doesn't matter. Mikey, get your stuff. Let's move. Drew, relax. Slow down. Shit. You're making me think you're nervous about something. Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit! I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started 2-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is... I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm good. Where is it? Please! Just give me one more. You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid! No one steals from me! No one. Fuck. Fuck! Scheiße, wir müssen was tun. Oh, fuck. Fuck. Scheiße. Boah, die Entscheidung ist tough. Bleiben wir jetzt... Wenn wir dem das Geld geben halt, dann... Ich meine, die wollen ja ihren Vater unterstützen, so halt. Aber dann wird er vielleicht nicht mehr verprügelt. Fuck, was machen wir? Boah, scheiße. Die Gefahr ist halt, wenn wir...
Frage ist, behalten wir das Geld dann und geben es Frank? Bleiben jetzt bei dem. Fuck. Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye, football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Here. It sounds like you could use this. You took this from my locker? Frank asked me to. I didn't know. I'm sorry, man. My dad. He needs this money. Way more than that asshole does. Thanks. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah, no. No way. What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Boah, das war... Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube, der wäre mehr wütend gewesen, hätten wir denen das Geld gegeben. Jetzt ist zwar sein Knie kaputt und alles scheiße halt und er kann vielleicht sein Stipendium knicken, aber... Fuck, ey. Das war hart. Aber das ist nun mal Life is Strange. Oh Mann. Deswegen lasst euch nie auf Drogendeals ein oder mit irgendwelchen Dealern oder sowas. Endet meistens nicht gut. Day has been so messed up. At least I can talk to Rachel now. If I can find her back here. Hier noch ein Brief von Max, den könnt ihr gerne lesen, wenn ihr wollt. Ich weiß gar nicht, ob das hier neu ist oder das. Wie auch immer. Lest euch das durch, was ihr möchtet. Und so weiter. Jetzt haben wir auch mal Damon kennengelernt. Könnt ihr euch natürlich auch gerne durchlesen. Wenn ihr möchtet, wenn nicht, dann nicht. Und eine neue Nachricht von Steph. Chloe, Steph hier. Ich bin auf dem Weg zum Krankenhaus. Mikey hat mir erzählt, was passiert ist. Armer Drew, ich stehe immer noch unter Schock. Danke für das, was du getan hast. Scheiße, freut mich, dass du hinfährst. Sag Bescheid, wenn ich irgendwie mehr helfen kann. Danke, das werde ich. Ja, so ein cooler. Ja, der Drew ist ja auch nicht ganz schlecht, ne? Ist zwar ein Jock halt, aber ist schon in Ordnung. SG.
Must be Steph. Sucks that she has to miss the... Chloe Price presents Firewalk. Laser Light Spectacular. Also okay, ein bisschen Spaß dürfen wir haben, ne? Ein bisschen Spaß muss sein. Auch wenn nicht alles so rosig ist, aber man muss sich ja ein bisschen was verschaffen. Hey, Hayden. Address me as Ferdinand, good lady. Alright. Hey, Ferdinand. Sup, Chloe. I mean, sup, fair maiden. Great. Method acting. Really? Thanks. Ja, versüßen wir ihm den Tag. Und sie so. Hey, Samantha. Shh. Beobachtet ihr Nathan? Nathan, please. I can't do it, Dad. I'm sorry. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. And the football team will just bully me more. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness, just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. Oh. You will not embarrass me. Ich hasse den Vater. Nathan. Yes. Kein Wunder. Now. Break a leg. I'll see you after the show. Great pep talk, Mr. P. Everyone knows the best way to instill confidence in someone is by intimidating. I don't know who you are, but mind your own business. I'd love to. Don't you have, like, a private bunker filled with gold coins where you could have these conversations? Nathan. Fuck! Ach komm, jetzt wollte ich ihm aber nur helfen. Hey, Nathan's dad is some asshole, huh? I know. I wish he'd just go away and leave him alone. Nathan's dad sucks. But you should be careful what you wish for when it comes to parents. Oh, Chloe. I wasn't thinking. I'm sorry. For what? You didn't kill my dad. Or did you? That was a joke. I know. Your dark sense of humor reminds me a lot of Nathan's. Actually, the two of you are really similar. What the hell does that mean? I'm serious. You're both artistic and surprisingly sensitive. You've been through a lot, and a lot of people unfairly judge you for it. Nathan's hurt, and he needs help. But whenever I try to help him, it always seems to make things worse. If you were Nathan right now, what would you want me to do? When I'm super pissed, the last thing I want is someone trying to calm me down. But maybe it's what I need. Like, yesterday. I'm sure he'd be glad someone gives a shit about him, even when the rest of us don't. Wow. Thanks, Chloe. That's actually super helpful. Wäre schön, wenn sich das auf den zweiten Teil, also auf Life is Strange, auswirken würde. Das wäre cool, aber geht nicht. Wouldn't want to leave the great wall of bitchiness back in the drama lab, I guess. Was auch immer. Ja, aber man versteht Nathan ein bisschen, ne? Man hat tatsächlich ein bisschen
Mit Gefühl. I've already seen what happens when Rachel plays with fire. Rachel plus swords should be fun. Na gut, aber das soll es erstmal für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn so ist, gebt gerne ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye.